Willkommen zu Folge 24 von Let's Play A New Beginning. Ich wollte doch dieses mit dem Let's Play nicht messen. Gut. Schauen wir mal. Erstmal Tür versuchen. Der alten Container blockiert die Tür. Wollen wir mal mit Faye sprechen? Einfach so zum Spaß. Sie sind so still. Kein... Ich hab's Ihnen ja gesagt, oder... Das haben Sie jetzt verdient. Das ist es doch gerade. Du hast das alles nicht verdient. Wenn mein eigener Sohn sich gegen mich wendet, dann habe ich es verdient. Hol die Alge und bring uns hier raus. Alles andere können wir später besprechen. Okay. Der Tank ist unten. Der Tank ist oben. Toll. Wir sind begeistert. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. Er versperrt die Tür. Ich komme von hier aus nicht ran. Schlauch abnehmen. Gut, benutzen wir den Schlauch. Nicht solange der Tank ausgefahren und die Haube nicht angeschlossen ist. Hier saugt die Pumpe ein. Nee. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Wartet mal hier. Einschussloch. Und wie geht es dann weiter? Was weiß ich. Ha, das führt doch zu nichts. Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Ich könnte die Stange durch die Haube schieben, aber das andere Ende würde so nur gegen die Scheibe stoßen. Ah, alles klar. So. So. Könnte passen. Und dann hochfahren. Ha. Jetzt ist es groß genug, dass ich meine Hand durchstecken kann. Jetzt müsste es gehen. Gut. Damit müsste es jetzt aufgehen und dann haben wir auch eine neue Haube, oder? Brauchst du Hilfe beim Tragen? Danke, geht schon. So, so, geht schon. Ich könnte die Stange durch die Haube schieben, aber das andere Ende würde so... Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Hm. Dieser schmierige Anwalt hat die letzte Zapfhaube zerschossen. Sie lässt sich noch an die Tanks anschließen, aber die Pumpe ist kaputt. Eine viereckige Ich könnte die Stange durch die Haube schieben, aber das andere Ende würde so nur gegen die Scheibe stoßen. Der Generator gehört in die Ladestation. Ich weiß auch nicht. Was machen wir denn da? Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Kokolores. Der Schlauch lässt sich nur anschließen, wenn der Tank eingefahren ist. Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Nicht. In den Tanks werden die Stammalgen gelagert. Ich bin gerade etwas verwirrt.
Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Narretei. Meine Güte, noch eins. Wenn ich das Glas einfach zerschlage, riskiere ich, dass die Alge ausläuft. Und dann bekäme ich sie nie wieder zusammen. Wenn ich das Glas einfach... Und dann bekäme... Wenn ich das Glas einfach zerschlage, riskiere ich, dass die Alge ausläuft. Und dann bekäme... Okay. Hier vielleicht? Nee. Haben wir vielleicht irgendwas anderes noch? Ich setze hier keinen Fuß raus ohne die Alge. Hier saugt die Pumpe ein. Bereit zum Tanken. Unglaublich. Ja. Unglaublich Mist. Der Schuss ging einmal quer durch. Da ist nichts mehr zu machen. Der Schlauch lässt sich nur anschließen, wenn der Tank eingefahren ist. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Geht nicht. Die Fassung ist im Weg. Okay, dann anders. So, und jetzt? Ha. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Jetzt muss ich sie nur noch abschöpfen. Und gleich haben wir es. Hast du das nicht schon mal gesagt? Ja, aber gleich haben wir es wirklich. Faye, wir haben die Alge. Jetzt nichts wie weg hier. Genau, weg. Nichts wie weg hier. Alles klar. Oh yeah. Verdammte Bomben. Das war aber knapp. Von hier an über.
übernehme ich. In Ordnung. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Wo habe ich das schon mal gehört? Können wir nicht die Luke öffnen und nach oben schwimmen? Bei all den offenen Stromkabeln und Chemikalien? Um Himmels Willen, nein. Dann halt nicht. Bent, kannst du mir helfen? Ich komme schon. Oh Gott, seien Sie bitte vorsichtig. Das sieht gefährlich aus. Ja, ja, keine Angst. Ja, ja, keine Angst. Das ist auch gefährlich. Ein Aktenschrank. Stabil? Der Schrank tut es jedenfalls nicht. Es geht schon. Ah, ja, ja, ja. Sind Sie völlig übergeschnappt? Sie hätten abstürzen können. Alles in Ordnung. Was haben Sie jetzt schon wieder vor? Moment. So, Sie kommen da jetzt sofort runter und lassen mich das machen. Vertrau mir doch einfach mal. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Ich hab genug von Ihren. Und hör endlich auf, mich zu siezen. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Mann! Ben, was ist das für ein Gerät? Das ist der Heizungsregler. Er reguliert die heiße Flüssigkeit in den Leitungen. Kannst du das Gerät neben dir ausstellen? Sie wollen, dass ich die Heizung runterdrehe? Nein. Du willst, dass ich die Heizung runterdrehe. Du. Ha, Sie spinnen doch. Also gut. Du spinnst doch. Jetzt stimmt's. So, die Heizung ist aus. So, der Strom ist aus. Du kannst jetzt über das Geländer nach oben klettern. Ich klettere schon mal vor. Wir treffen uns dann oben wieder. Alles klar. Yeah. Geben Sie auf, Dr. Svensson. Ich bin zwar der Lakai eines skrupellosen Energiemoguls, aber Sie sind kein James Bond. Kommen Sie da raus, aber brechen Sie sich bitte nichts. Wo ist mein Sohn? Dr. Svensson 2 residiert angeschossen und flennt unten bei der toten Miss Inrichs. Ich lasse Sie gern zu ihm. Aber vorher überreichen Sie mir die Alge. Ich versichere Ihnen, sie wird sich ganz ausgezeichnet in der Orchideensammlung meines Klienten machen. Waren Sie schon mal in Brasilien? Scheren Sie sich zum Teufel! Wir werden ja sehen, wer zuerst da ist. Leben Sie wohl, Mr. Bent. Duwe? Verschwinde hier! Hau ab! Ich komme runter. Er wird nicht einfach verschwunden. Bent, wo bist du? Hier oben. Ich bin hier oben gelandet. Kümmere du dich um meinen Sohn. Ich suche einen Weg, wie wir hier wieder rauskommen. Verstanden. Gut, wen spielen wir denn? Wir spielen Faye? Ja, wir spielen Faye. Das ist gut. Gut, gut. Stange... was haben wir hier noch? Ich glaube, da ging es mal zum Zuchtlabor. Ich nehme Ihren Schal mit, aber sonst möchte ich Sie nicht durchsuchen. Hätte ich Bent nicht hierher gebracht, wäre Lissa noch am Leben. Möglich wär's. So. Hallo Duwe. Ich bin hier, um dir zu helfen. Na dann... Willkommen in der Hölle! Hast du dich verletzt? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen! Tut das weh? Ja! Ja, Gottverdammt, ja! Dann ist es gebrochen. Bleib hier ruhig sitzen. Juhu. Ich flieg dich schon irgendwie wieder zusammen. Warum? Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, wir wurden von der Bohrinsel abgekoppelt. In wenigen Minuten werden wir vom Tiefendruck zerquetscht und ertrinken. Ob Schmerzen im Bein oder nicht, ich bin eh gleich tot. Hey, wir kommen hier schon wieder raus. Keine Angst.
Band wird uns retten. Glaub mir. Wieso lachst du? Er kann es einfach nicht lassen, was? Hey, Band! Schlechte Nachrichten! Die Welt ist ein Jammertal. Und deine Alge wird nichts mehr daran ändern. Doch, das wird sie. Ich komme aus der Zukunft. Ich weiß das. Sie sagt die Wahrheit. Klar! Na klar, so ist es. Ah. Wie konntest du diesem Mann nur helfen? Das spielt doch alles keine Rolle mehr. Lissa ist tot. Und wir stehen in der Schlange gleich hinter ihr. Wir werden nicht sterben. Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich habe einen Fehler begangen und werde jetzt dafür bezahlen. Na gut. Ich werde mich um dich kümmern. Warte hier. Ja, wie lustig. Na. Mit dem Schal kann ich die Stange irgendwo festbinden. Aber was dann? Na, ist doch klar. So, da wäre ich wieder. Uwe, Faye, ich glaube, ich hab's. Ich habe die Schläuche so umgesteckt, dass das H2 zurück in die Algenfarm gepumpt wird. Ich verstehe gerade gar nichts. H2 ist leichter als Luft und viel leichter als Wasser. Oh, bravo, Bent. Jugend forscht im Angesicht des Todes. Deine Studenten wären begeistert. Hört zu, ich habe uns gerade einen Fahrstuhl gebaut. Das Gas wird die Algenfarm nach oben treiben. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist durch die Schleuse in die Farm zu klettern, bevor sie sich abkoppelt. Ich schaff das nicht so schnell. Ich habe ein gebrochenes Bein vergessen. So, und da kommt jetzt die gute Faye ins Spiel und schiebt dein Bein. Die halt gute still. Faye. Gleich sind wir hier raus. Die gute Faye. Yeah, schön. Fischies. Hi. Ja, ja, die gute Faye. Schön. Sehr schön sogar. Aber ist ja klar, was jetzt als nächstes kommt. Wir müssen unbedingt die Alge zurückhaben. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ah, war die Bombe auf dem Turm nicht entschärft? Da kommt eine Leiter. Und damit also unsere Mitfahrgelegenheit. Ben Swanson ist tot. Kapitel 7. Ja. Alles klar. 3 Tage später. Au. Puh. Oh nein, schon wieder kaputt. Bent. Bent, aufwachen. Wir sind da. Was ist los? Sind wir schon da? Jo. Das sagte ich doch gerade. So, jetzt raus aus dem Auto. Wir haben ein Problem. Oggi hat die Autoschlüssel stecken lassen. Nimm sie mit und komm endlich. Schlechte Nachrichten. Wir sitzen fest, mein Funkgerät spinnt und Simon sagt, dass... Halt, 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 Moment. Erstmal alles der Reihe nach. Ja, erstmal alles der Reihe nach, würde ich auch sagen. Aber erst in der nächsten Folge. Ja, genau. Denn diese Folge hier ist jetzt erstmal zu Ende. Denn die ist auch schon wieder zu lang. Ja.
Ich hoffe, ihr schaltet zur Folge 25 auch nochmal ein und hattet bisher jetzt auch so viel Spaß wie ich. Denn jetzt kommen wir in den Bereich, wo es dann für mich blind wird. Denn ich habe keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Ja, genau. Also, ich würde sagen... Entschuldigung, Mann. Habe ich jetzt doch 3 Folgen schon aufgenommen? Ja, anscheinend. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Guck mal da, dieser kleine... Was ist es denn? Keine Ahnung.